Allerdings möchte ich euch ein paar grundsätzliche Regeln mit auf den Weg geben, damit es funktioniert, damit es vernünftig funktioniert. Erste Regel im Sturm ist, kümmert euch darum, dass ihr, wenn ihr über Sturm sprecht, echte, chancenorientierte Spieler aussucht. Echte, chancenorientierte, in einem Sturm gehört wirklich etwas, was auch Rendite bringt. Und dazu müsst ihr auch ein gewisses Risiko eingehen. Vielleicht ein ganz kurzer Zwischenruf. Jeder definiert seine Fußballstrategie manchmal auch anders. Ich habe auch Kunden, die sind 65, die sagen, Matthias, ich baue mir deine Fußballstrategie auf, aber ich will eigentlich mehr auf Sicherheit gehen. Für die ist tatsächlich der Stürmer dann tatsächlich die Coca-Cola-Aktie. Das ist vollkommen okay. Also das ist ohne Wertung. Ich will damit nur sagen, jeder kann natürlich seine Risiken selber betiteln. Aber wenn ihr über gute Renditen erzielen wollt, braucht ihr chancenorientierte Spieler. Was braucht ihr noch? Im Sturm, wenn ihr wirklich solche Dinge macht, wie ich sie gerade beschrieben habe, Krypto, NFTs, vielleicht sogar ein Scam oder sonst was, ihr müsst regelmäßig dranbleiben. Also das funktioniert nicht mit, ich leg mal an und guck weg. Funktioniert nicht. Ich habe einen Kunden, ganz tollen, der hat, also ist selber, ist er im Internet tätig. Ich nenne ihn immer liebevoll den Spammer. Ich weiß gar nicht, ob er heute dabei ist. Ich will jetzt noch seinen Namen nicht nennen, aber falls er dabei ist, kann er gerne mal winken. Der hat angefangen als Spammer. Der verschickt nämlich tatsächlich E-Mail-Spams. Beruflich. Ist total lustig, oder? Habt ihr schon mal sowas erlebt? Also ich verrate jetzt seinen Namen nicht, falls ihr Spams kriegt, nicht, dass ihr ihn nachher hier findet und sagt, finde ich doof. Der hat angefangen mit Investments und hat das so toll gemacht, dass er sich mit dem Bereich Trading, also wirklich Internet Trading, auseinandergesetzt hat. Der macht heute große sechsstellige Depots, die er tradet, verdient damit wahrscheinlich fast sogar mehr Geld als in seinem Hauptjob, hat ein Kind gekriegt, wundervolle Frau, also wirklich total tolles Leben durch Trading. Es funktioniert. Er sagt aber auch, Matthias, Trading ist ein Job. Das machst du wirklich, also morgens, abends und so weiter und du bist dran. Ich will damit nur sagen, das hat nichts mehr mit passivem Einkommen zu tun, damit hast du aber auch eine hohe Rendite. Aber so regelmäßig dranbleiben. Noch etwas ist wichtig, Risiko bitte streuen. Auch im Sturm muss nochmal gestreut werden. Wenn du dort sagst, der Spieler ist toll, im Sturm gehst du in vielen Bereichen davon aus, dass der vielleicht morgen nicht mehr da ist. Das heißt, streue das Risiko. Ich habe da so eine persönliche Regel für mich gefunden, mit der ich mich sehr wohlfühle. Alle meine Stürmer zusammen, streue ich soweit, alle meine Stürmer zusammen, das steht darunter, dürfen 50% Verlust machen und es darf mich nicht mal stören. Ich gebe euch ein Beispiel, 100.000 Euro, jeweils 10 Stürmer, also 10.000 Euro pro Stürmer als Beispiel. Dann darf es mich nicht stören, wenn 5 Stürmer komplett weg sind, also 50.000 Euro Verlust. Verstanden soweit? Ja? Das heißt, streut und ihr müsst euch damit wohlfühlen. Ansonsten bitte baut erstmal die anderen Strategien auf. Es bringt nichts zu sagen, ich hoffe. Meine letzte Regel für einen Sturm. Jeder einzelne Stürmer, in den ihr investiert, wenn ihr wirklich über Risikostürmer redet, da müsst ihr damit rechnen, dass dieser Stürmer es nicht schafft. Der Verlust eines einzelnen Spielers muss einkalkuliert sein. Wenn ihr mit diesen 4 Punkten rangeht, dann bekommt ihr tatsächlich eine Rendite hin, die ist sehr, 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 sehr hoch, sehr attraktiv. Wenn ihr es halbherzig macht, macht's bitte noch nicht, sondern dann macht bitte erstmal den Unterbau und nehmt euch kleinere Summen, nehmt euch dann Spielgeld, um am Sturm anzufangen und erstmal zu lernen. Da geht es dann auch nicht um Rendite. Macht euch bitte nichts vor. Wenn irgendjemand 1.000 Euro in Sturm investiert, dann werdet ihr dadurch keine Multimillionäre werden. Also ja, es gibt vielleicht mal den einenjenigen, der damals die Facebook-Aktie direkt oder den Bitcoin direkt gekauft hat mit einer Pizza und so weiter. Das ist aber nicht der Regelfall. Wenn ihr einen 1.000-Euro-Schein in einen Stürmer macht, dann ist das zum Lernen. Das ist okay, vollkommen in Ordnung, aber es ist zum Lernen.